Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier natürlich der Lenz TV mal wieder und unser SK Sturm trifft morgen am Samstag im absoluten Spitzenspiel in der österreichischen Bundesliga auf Rapid Wien mal wieder. Man spielt in Graz, das Stadion ist voll, bereits seit ein paar Tagen ausverkauft, also wird wieder mal ein Hexenkessel werden in Graz-Liebenau und natürlich man hat es ja mitbekommen, dass, ich will nicht sagen Wechseltheater, aber eben der Wechsel von Franco Foda vom SK Sturm Graz zum ÖFB, also er wird neuer Teamchef, das ist jetzt wohl auch durchgesickert bei allen. Und naja, es ist quasi sein erstes Spiel in seiner Abschiedstour bis zur Winterpause. Er wird ja ab Jänner in vollkommenem Umfang das ÖFB-Team dann auch übernehmen. Und ja, bis dahin bleibt er aber zumindest doch Trainer beim SK Sturm. Und ich hoffe natürlich inständig, und ich gehe auch davon aus natürlich, dass da wirklich nicht nur Froda, sondern auch das komplette Trainerteam, also Christel Savic und so weiter, die ihm ja auch zu seinem neuen Club, kann ich nicht sagen, zu seiner neuen Aufgabe eben im Nationalteam dann begleiten werden. Also dass da bei allen Beteiligten immer noch das Feuer ganz klar da ist und dass man natürlich Rapid Wien zurück auf ihren Platz verweisen will. Denn die Hütteldorfer, die kommen uns so langsam aber sicher so ein bisschen näher, also immer wieder so kleine Etappen, ja, so langsam kratzen sie so ein bisschen an der Tabellenspitze, aber im Endeffekt, naja, werden wir hoffentlich nach dem Spieltag wissen, wie aktuell die Kräfteverhältnisse im österreichischen Fußball aussehen. Salzburg ist damals aus der Wertung ausgenommen auf Platz 2, aber unsere Jungs ja immer noch King im Ring, also auf Platz 1, ganz klar in der Tabelle und naja, Rapid Wien auf Platz 3 auf jeden Fall schon, naja, mit bisschen Abstand, 6 Punkte sind es jetzt, ist nicht so viel. Rapid könnte natürlich bei einem möglichen Sieg in Graz das Ganze verkürzen. Mit diesem Szenario beschäftigen wir uns aber natürlich nicht, denn wir gehen felsenfest davon aus, also ich zumindest, dass wir morgen den Dreier einfahren werden. Auch wie gesagt, die ganze Geschichte da mit Foda hin, Foda her, Teddybär, scheißegal. Wir gewinnen das Ganze morgen. Personell vielleicht noch ganz kurz erwähnt. Schulz ist vielleicht ein kleines Fragezeichen, da sind eben sonst Spendlofer oder Scheusengeier möglicherweise gefordert. Das wird man sehen, ansonsten aus der Stammelf so ziemlich alle an Bord. Und natürlich das Gewinnspiel nicht zu vergessen, das gibt es heute noch nicht. Ist bei mir zeitlich einfach ein bisschen zu knapp ausgegangen. Deswegen, wie gesagt, machen wir das dann einfach beim Nachbericht oder bei der Live-Reaktion zum Rapid-Spiel. Also ihr könnt dann auch gerne noch unter dieses Video kommentieren, dass ihr den Ball haben wollt. Und ja, ich werde eben schauen, dass ich wirklich hoffentlich da keinen vergesse und eben alle, die kommentieren, da schön das da zusammenschreiben und dann kommt ihr in den Lostopf und naja, einer wird dann der Glückliche sein, der den von Jan gesponserten Puntigammer Ball dann auch bekommen wird. In diesem Sinne war's das schon wieder von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei The Lenz TV. Euer Elias, auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.